Wir fliegen gleich nach Thailand. Und wir werden kein Handgepäck außer eben Rucksäcke dabei haben. Alles andere geben wir einmal auf, genauso wie die Kraxe. Das alles braucht man also für Thailand mit 6 Personen. Wir haben ein Großraumtaxi gebucht, das holt uns gleich ab und dann bringt es uns direkt zum Flughafen. Haben wir noch genug Zeit, um einzuchecken und alles, und dann fliegen wir erstmal nach Frankfurt und da müssen wir dann auch nochmal warten. Danach geht es nach Bangkok, genau, und in Bangkok haben wir dann auch nochmal Aufenthalt, also dann müssen wir erstmal ordentlich fliegen, 12 Stunden lang. Ich nehme dich mit, alle freuen sich auf Thailand, lange drauf gewartet und jetzt geht's einfach los. Also ab zum Flughafen. Einmal Koffer abgeben. Wir reisen ja wie gesagt nur mit Rucksäcken gleich. Und achso, Kraxe müssen wir auch noch. Ja. Drüben? Hast du schon gesehen? Ja, drüben. Okay. So, oh. Nee, das war's, ne? Ja. Ja. Ersten Schritt haben wir geschafft. Alle Koffer sind weg. Er hat eben noch mal gefragt, ne, den Buggy, den wollen Sie mitnehmen, ja, ins Flugzeug. Ich habe gesagt, ja. Jojo. Ah, das ist der Jojo. Ja. Jojo kennen Sie alle. Das ist der Einzige, der mit darf als Handgepäck. Jetzt müssen wir noch Sperrgut abgeben. Das müssen wir jetzt nach links, Johann. Oh. Ja, Johann braucht noch eine Sonnenbrille. Ich brauche auch eine Sonnenbrille. Sehe ich auch so mit. Wie super cool. Ach, wie mein Lieblingsschauspieler, wie hieß er nochmal? Tom Cruise. Tom Cruise, ja. In Top Gun. Oh, jetzt gucken wir gerade Zeitschriften. Ja, ich komme. Warte, Anastasia, warte kurz. So, Clara, Zeitschriften gefunden. Ach, hier sind die. Für Kinder. Jetzt such dir mal was aus. Oh, Sasa sucht sich ein Stickerheft aus, oder was ist das? Ferienrätsel, Spaß am Meer. Jetzt sind wir ganz oben. Wir haben Hunger. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit. Jetzt gehen wir erst mal was essen und trinken. Johann geht vor. Johann weiß, wo es lang geht. Er führt die Truppe an. Was sind denn deine Lieblingsgummibärchen, Clara? Tutti Frutti. Lieblingsgummibärchen, okay. Ja, hier ist das Buffet, wollte ich mal kurz zeigen. Gibt es ein paar Süßigkeiten. Aber hier die Ananas. Und Lieblingssüßigkeiten. Oh, Lakritze. Dann gibt es hier ein bisschen Obst. Das hast du ja eben auch schon genommen. Eine Scheibe Apfel. Karottenkuchen, das sind ja schon alle. Scheint sehr lecker gewesen zu sein. Ach nee, das ist der, ne? Karottenkuchen. Ja. Das ist doch auch ganz viel da. Dann eine kleine Salatbar. Krautsalat, der war lecker. Das ist Süßkartoffelpüree. Auch sehr lecker. Gibt es noch Brezeln und Brot. Und hier gibt es warmes Essen. Ein paar Schnitzel, Würstchen, eine Kürbissuppe, Kartoffeln, Nudeln. Und hier gibt es noch Nachtisch. Ein Schokopudding mit Vanillesoße. Und natürlich noch Getränke. Wir durften als erstes durch, weil wir ein kleines Kind dabei haben. Yeah, das ist immer so toll. Die Kinderwagen davon sowieso immer vor. Haben wir jetzt immer Kinderwagen mit dabei. Ich mach das schon, mein Schatz. Der geht ganz schnell zu. Ich habe alle Karten, mein Schatz. Justus ist ein bisschen nervös irgendwie. Nein, ich bin nicht. Willst du dich hier hinsetzen? Dann machen wir ein Bild von dir. Ja, gerne. Na gut. Hockst du nieder. Setz dich einfach hin, genau. So, dann würde ich den Joystick da hinten mal festhalten. Das ist ja das Lenkgerät, da den da, genau. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier geht. Ich guck mal. Du kannst einfach halten. Weil einfach auf den, ne? Ja, genau. Nee, ist schon Video, also. Also soll ein Video werden, ja? Genau. Also gedrückt halten, sagst du? Nee, ich mach schon die ganze Zeit. Du machst? Also es läuft schon. Weil die Flugzeuge fliegen, aber meine Kamera nicht. Ja, aber Kamera ist nicht. Ja, guck mal, wenn es ein Video ist, kannst du von vorne und kannst du noch ein bisschen was. Ah, ja, okay. Also es läuft schon. Ja, es läuft. Ja, sehr cool. So, jetzt drück mal auf den roten Knopf bei dir. Ja, drück mal drauf. Ist okay, ist alles. Länger? Drück mal länger drauf.
priority left. Ja, und jetzt machen wir den Stick nach links. Dual input. Das Flugzeug kann manchmal sprechen. Sollte es aber im Regelfall nicht. Ich glaube, wir haben das halbe Flugzeug gebucht. 6 Plätze. Ich sitze mit Anastasia, Justus, Melissa und die Bank dahinter, Johann und Clara. Das ist unsere Aussicht gerade. Und gleich ist Abflug. Hi, this is my colleagues and I wish you now a pleasant stay on board. Meine Damen und Herren, nur noch ein paar Hinweise zu Ihrer Sicherheit, ladies and gentlemen, and now for some safety tips. Face the window shields for takeoff and later for landing. Thank you. Flugangst? Nein, natürlich nicht. Aber was? Ich muss das die Kontrolle verlieren. Das mag er gar nicht. Los, Papi! Er mag es wirklich gar nicht. Er mag das nicht. Die Kinder geht's gut, sind alle beschäftigt. Ist er selbst auch beschäftigt? Er möchte das essen, oder? Nein! Das ist der Fisch. Du musst erst den blauen nehmen. Jetzt kommt der blaue. Guck, jetzt freut er sich. Unser Flug nach Bangkok hat Verspätung und zwar eine ganze Stunde und wir fliegen ja eigentlich danach nochmal weiter. Das heißt, wir kriegen unseren Anschlussflug nicht. Jetzt muss ich mal nachfragen, ja, welchen Flug wir dann nehmen können. Muss da natürlich was dazwischen kommen, aber guck mal, den Kindern geht's gut. Anastasia schläft jetzt in ihrem Buggy, schlummert sie und die anderen chillen ja auch. Es wäre nichts. Ja, Mama sorgt dafür, dass wir trotzdem noch ankommen, ja. Irgendwie in Chiang Mai. 1-0 für... Die Fang der Undurchdringlichkeit. Ja. Anastasia, dieses Sommerhaus, die ist fertig jetzt. Das ist schon entwickelt? Sie ist schon komplett fertig. Schlafanzug, Bettchen fertig. Ja, perfekt. So, es gibt gute Nachrichten. Wir sind jetzt im Flugzeug in Richtung Bangkok. Eine Stunde Verspätung, aber Hauptsache, wir sind jetzt drin. Und schau mal, wer hier schon schläft. Ich habe hier natürlich den Schlafanzug mitgebracht. Ist ja schon komplett umgezogen, schön fertig gemacht. Jetzt kann sie schlummern. Ihr eigener Sitz. Also wir mussten tatsächlich für Anastasia einen eigenen Sitz buchen.
ab 2 Jahren muss man das. Und sie ist ja wirklich ein paar Tage älter als 2, aber egal. Ich bin froh, dass sie einen eigenen Sitz hat. So kann sie hier ganz alleine gut schlafen und ich habe auch meinen eigenen Sitz. Also das hat auch schon seine Vorteile. Und guck mal, da drüben sind meine anderen Kinder. So. Mein Mann und meine anderen Kinder. Elisa. Liegt in ihrem Bett. Da sind Johann und Clara. Hast du denn da? Kann man da lachen? Okay. Alles gut? Ich will jetzt aufstehen. Also gleich kommt noch Essen. Johann hat seine Schlappe gefunden. Essen bestellt, ja. Ich habe Anastasias Sitz, vielleicht siehst du das, der ist schon komplett zu einem Bett gemacht. So sieht das denn aus, also wirklich komplett gerade. Kann man gut schlafen. Ja. Ansonsten kann man das hier noch so ein bisschen verstellen, wenn man sitzen bleibt. Aber komplett zum Bett ist das hier. Filmchen gibt es hier auch. Ja, genau. Aber wir werden hier wahrscheinlich nur schlafen. Also ist es jetzt aktuell, müsste jetzt 22 Uhr sein ungefähr. Das ist eh Schlafenszeit. Wir fliegen jetzt insgesamt 10 Stunden und 40 Minuten. Dann sind wir da und dann ist es auch morgens. Also kann ich nur empfehlen, so einen Nachtflug. Gerade so mit Kindern. Ne? Also dann sitzen wir einfach nur im Flugzeug und schläft. Und dann ist man da. Wir können auch den Sitz so ein bisschen zurück machen. Ach, hast du schon. Den Sitz so ein bisschen zurück machen. Also kannst du so komplett zum Bett machen? Ja. Oder machst du Relax? Ja. Kannst auch den da unten so ein bisschen, kannst einfach mal gucken, ausprobieren. Ja, guck mal. Wir haben hier auch Decken, ne? Wenn der kalt ist, dann nimmst du dir die Decke da. Ja. Anastasia! Was machst du denn? Du sollst schlafen, mein Schatz. Schlafenszeit. Schlafenszeit, Anastasia. Hat ja gut geklappt. Was habe ich eben gesagt? Nachtflug und dann schlafen die Kinder. Das hat sie vor. Ich mach mal jetzt mal auf Relax. Guck mal den noch nach hinten. Siehst du deine Socken aus? Es kommt gerade ein bisschen Essen, das ist wohl die Vorspeise. Hier ist schon eingeschlafen. Ja, und Johann meinte, das ist mega lecker, irgendwas mit Ei, Fisch, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Gracias.
bin ja wie gehört. Guten Morgen. Wir haben alle gut geschlafen. Jetzt machen wir uns alle einmal fertig. Das Frühstück haben wir schon. Also wir werden unseren Anschlussflug nicht mehr bekommen. Aber das ist wohl nicht so schlimm, weil jede Stunde von Bangkok aus ein Flugzeug nach Chiang Mai fliegt. Deswegen sollen wir uns dann einfach melden und dann wird auch unser Gepäck einfach in das Flugzeug gebucht, mit dem wir dann fliegen. Ladies and gentlemen, we are descending to Suvarnabhumi Airport. And this ends our in-flight service. The local time is now 1 p.m. Put your seatbelt upright. So all seat components and open the window shades. Wir befinden uns jetzt auf dem letzten Flug, und zwar von Bangkok nach Chiang Mai. Wir hatten ja Verspätung, das ist jetzt also ein anderes Flugzeug. Aber es war super, also wir wurden direkt von der Fluggesellschaft mit Namensschild und so abgeholt. Sonst hätten wir noch ewig lange in Bangkok rumgeirrt am Flughafen. Und ja, wir sind sehr dankbar, dass das so unkompliziert war. Und jetzt sind wir im Flieger und ich muss auch sagen, die süße Maus, bin ich auch sehr dankbar, wie toll sie das mitmacht, die komplette Reise. Wir waren jetzt echt sehr lange unterwegs, sind immer noch nicht da. Und vom Flughafen bis zum Hotel dauert es ja auch noch mal, da werden wir gleich abgeholt. Aber wir sind schon in Thailand und gleich am Ziel angelangt. Ja, ich würde sagen, diesen Vlog beende ich jetzt. Im nächsten Vlog nehme ich dich dann mit in Thailand. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Turbulenzen.